Hi Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven KF in Norderstedt und wir beschäftigen uns seit 25 Jahren mit dem Thema Fahrzeugsicherheit. In meinem heutigen Video bei strahlendem Sonnenschein möchte ich euch den Einbau einer Viper-Alarmanlage vorstellen, den wir vorgenommen haben in einem Ford Transit Custom und was wir hier verbaut haben, wie das Ganze funktioniert, was das kostet und warum es so wichtig ist, sich eine nachträgliche Alarmanlage einbauen zu lassen. Welche Zutaten benötigen wir für die bestmögliche Fahrzeugsicherheit? Das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar fangen wir mal hiermit an, mit der Viper Alarmanlage. Das ist eine analoge Alarmanlage, das Spitzenprodukt von Viper, eine 3606, die wir hier verbaut haben. Das ist eine analoge Alarmanlage. Und damit wir so eine hochmoderne Alarmanlage in so ein Fahrzeug rückstandsfrei servieren können, brauchen wir noch Folgendes, und zwar ein CAN-Bus-Interface. Diese Schnittstelle sorgt dafür, dass wir die Daten aus dem Auto hier einspielen und händisch mit der Alarmanlage verkabeln. Und dann gibt es ein astrein Kabelsalat. Nein, das ist kein Kabelsalat, das ist eine hervorragend konfektionierte Alarmanlage von Meister Björn. Und diese Alarmanlage werden wir in diesen Ford einbauen. Wir haben es ja schon gemacht, das ist natürlich nur, um euch mal zu zeigen, was geht. Die Alarmanlage verfügt über einen Handsender, der im Lieferumfang dabei ist. Die Alarmanlage kostet 300 Euro. Und wir können noch zusätzliche Handsender an die Alarmanlage anlernen, bis zu 4 Stück. LED-Pager, LCD-Pager. Vorteil von den Pagern, ich bekomme immer eine Nachricht, wenn irgendjemand an das Auto schon rangeht. Aber das zeige ich euch gleich draußen im Auto. Damit wir das Auto optimal schützen, haben wir hier noch einen Tilt-Motion-Sensor eingebaut, einen Neigungssensor. Die Alarmanlage wird geschärft. Der pegelt sich ein, egal wo das Auto steht, in welchem Neigungswinkel. Erst wenn sich die Neigung verändert, dann passiert Folgendes, wird eine Vollalarm ausgelöst. Zur Prävention, 2-Zonen-Radarmodul, das 508. Das Radarmodul haben wir versteckt in der Mittelkonsole verbaut, so dass man es nicht sehen kann. An dem Radarmodul können wir hier nochmal sehr schön sehen, sind zwei Potentiometer. Und an diesen beiden Potentiometern können wir die Reichweite des Sensors und die Empfindlichkeit stufenlos einstellen. Das heißt, wir können auf jeden Bedarf diesen Sensor stufenlos einstellen, so dass er absolut praxisgerecht funktioniert. Was nützt uns denn die beste Alarmanlage ohne Strom? Ja, nix. Deshalb haben wir hier noch von Empire Notstrom eingebaut. Und das Notstrom ist dafür da, dass wir an dem Notstrom die Alarmanlage anschließen und die Alarmanlage immer stabilisiert ist. Das heißt, wenn das Fahrzeug mal stromlos wird, läuft die Alarmanlage trotzdem weiter. Was haben wir noch eingebaut? Blinkindikator von Viper. Der Blinkindikator von Viper ist dafür da, dass der Angreifer von außen sieht, sucht euch einen anderen Nugget, hier bitte nicht. Was haben wir noch verbaut? Müssen wir mal suchen, ne? Ordnungssystem. Hier haben wir das Ortungssystem verbaut, das Empire Lock 200. Das ist ein GPS-GSM-Ortungssystem in der Pager-Funktion. Pager-Funktion deshalb, weil wir können hier drei Nummern hinterlegen und bei einem Vollalarm werdet ihr dann von diesem System angerufen. Und ihr bekommt außerdem noch einen Google-Link und könnt sehen, wo das Fahrzeug angegriffen worden ist. Und ihr könnt das Fahrzeug natürlich jederzeit orten. Bei diesem Fahrzeug haben wir das so gemacht, dass wir über ein Switch-Kommando das Fahrzeug auch lahmlegen können. Das heißt, die Anlasserunterbrechung nehmen wir hier über das GPS-GSM-Ortungssystem vor. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Wie die Viper Alarmanlage euer Fahrzeug optimal präventiv schützt, in Verbindung mit dem Radarmodul, möchte ich euch mal demonstrieren. Ich schaue in das Fahrzeug rein, komme dem Fahrzeug zu nahe und die Alarmanlage sagt jetzt schon, hau ab. Und der Pager, der 7756V, benachrichtigt mich, dass sich irgendeiner jetzt hier an dem Fahrzeug zu schaffen macht. Die Feldgröße ist stufenlos einstellbar über zwei Potentiometer. Über das CAN-Bus-Interface werden alle Türkontakte, Kofferraumdeckel und Motorhaube abgesichert. Wenn eine Alarmierung stattfindet an dem Fahrzeug und ihr seid außerhalb der Reichweite von dem Pager, dann kommt dieser Karton bzw. der Inhalt dieses Kartons zum Einsatz. Das ist das Lock 200, das GPS-GSM-Ortungssystem. Und wie das den Kunden benachrichtigt, möchte ich euch mal kurz demonstrieren. Ich schärfe dafür mal das Alarmsystem. So, und jetzt versuche ich mal das Auto zu entwenden. Jetzt haben wir eben zweites Chirpen gehört. Das war der Door Lock Arrow Chirp. Der Pager sagt mir jetzt hier sofort Door Open. Wir haben eine Tür vergessen. Ganz wichtig für Fahrzeuge, die zum Beispiel einen Kofferraumöffner haben. Verlasse das Fahrzeug, habe aus Versehen auf den Kofferraumöffner gedrückt. Jetzt würde der Kofferraum noch offen sein im Fahrzeug. Ja, ja, das ist das Radarmodul, was jetzt rummäkelt. Ich versuche jetzt mal den Wagen zu klauen und ihr werdet gleich sehen, was dann passiert. Dann gibt es einen höllischen Lärm. So, und hier hört ihr jetzt auch schon auf dem Pager Vollalarm.
Und parallel ruft mir das GPS-GSM-Ortungssystem von Empire an. Und das bis auf 3 Rufnummern. Ja, geiler kann man sein Fahrzeug nicht schützen. Hat auch noch, ich unterdrücke das jetzt mal ganz kurz. Parallel dazu bekomme ich eine SMS mit einem Google-Link, wo sich das Fahrzeug befindet. Was natürlich auch sehr sexy gemacht ist, ist, wenn jetzt zum Beispiel, seid zu zweit im Urlaub, irgendjemand ist im Auto und hat das Gefühl, er wird überfallen oder irgendwas ist faul, dann drücke ich hier einfach auf den Pager lange die Schließentaste, habe jetzt hier einen Panikalarm und genau in diesem Augenblick bekomme ich auch wieder aufs Handy die Benachrichtigung, dass irgendwas an dem Auto nicht stimmt. Ja, warum wird denn eigentlich so viel gestohlen? Ganz einfach, durch den Wegfall der Grenzkontrollen im Schengen-Raum ist es für die Täter immer einfacher, diese Fahrzeuge außer Landes zu bringen. Und täglich erreichen uns Anrufe von Diebstahlopfern, deren Wohnmobile aufgebrochen worden sind oder die komplett entwendet worden sind. Immer wieder dieselbe Frage, wie kann es sein? Das Fahrzeug hatte doch eine werkseitig verbaute Alarmanlage. Ganz schlicht, die Täter, die so gut organisiert sind aus dem osteuropäischen Raum, verfügen über Klontools, über sogenannte Frequenzwellenverlängerer. Mit diesen Werkzeugen können sie elektronisch die Frequenzen abfangen und neu generieren. Und dann passiert Folgendes, dann habt ihr noch nicht mal Einbruchspuren im Auto. Und wenn die Versicherung das mitbekommt, dass es keine Einbruchspuren gibt, dann könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert. Das muss alles nicht sein, deshalb ist es so wichtig, dass ihr euch ein Unikat einbaut. Eine nachträgliche Alarmanlage schützt 100%. In 25 Jahren hat noch niemals einer unserer Kunden einen Verlust hinnehmen müssen. Und gerade bei so hochwertigen Fahrzeugen und bei so hochwertigen Sportequipment, was man in diesen Fahrzeugen immer mitführt. Und was die Täter natürlich wissen, wenn ihr auf der Reise seid, die wissen ganz genau, es ist Bargeld im Auto, es sind teure Sportgegenstände im Auto, Kameraequipment, iPad dabei, Laptop dabei. Ich hoffe, mein Beitrag war interessant für euch. Ganz sicher habe ich mal wieder was vergessen. Könnt ihr es unten bei YouTube in die Beiträge reinschreiben oder gerne dürft ihr mich auch anrufen unter der 0172 4090295 oder ihr schickt eine Mail auf die info@kaistüven.com oder ihr besucht uns einfach mal in Hamburg. Vielen Dank, euer Kai Stüven. Der Chef hat auch wieder was vergessen. Ein großes Sicherheitsrisiko ist bei jedem Fahrzeug der UBD-Port. Die Onboard-Diagnose ist bei jedem Fahrzeug gleich, ist ein weltweiter Standard und die Profis kommen mit diesen oder ähnlichen Werkzeugen an, gehen an die Onboard-Diagnose, Lernschlüssel an oder umgehen sogar die Werkfahrsperre. Zum Schluss nochmal ein Tipp von mir. Wer sich so ein Fahrzeug leisten kann, der sollte auf gar keinen Fall bei der Sicherheit sparen.